Ich glaube, Startups bringen sehr viel Potenzial in Zukunft, die Versorgung nachrangig zu verbessern. Es scheint auf den ersten Blick recht widersprüchlich. Startups befinden sich auf der einen Seite in einer Art Zeitschmelze, denn durch das Coronavirus scheint es, dass Technologien, Innovationen, gerade im Gesundheitswesen, heute eine besondere Rolle spielen. Etwas, was Diagnostik, Therapie und Nachsorge digital ermöglicht und vielleicht auch dazu führt, dass ich gar nicht zum Arzt muss, weil heute die neue Formel gilt, smarte Lösungen vor ambulanten Lösungen, vor stationären Lösungen, scheinen einen Aufwind zu bekommen in einer Art von Zeitschmelze, um eben technologische Innovation schneller in den Markt zu bekommen, getriggert auch durch die aktuelle Gesetzgebung. Auf der anderen Seite haben diese Startups gerade enorme Probleme. Sie haben nicht die Möglichkeit, ihre Lösungen im Unternehmen vorzustellen. Viele Messen, Kongresse sind ausgefallen und kommen an ihre Liquiditätsprobleme. Das beides zusammen möchte ich gerne mit euch kurz diskutieren. Eine Lösung könnten Kredite durch den Staat sein. Das klingt erstmal vielversprechend, aber wir müssen daran denken, Startups gerade in einer frühen Phase haben noch nicht einmal eine Hausbank, um einen KfW-Kredit irgendwie zu beantragen. Zum einen wollen viele Startups aus persönlichen Gesprächen weiß ich das gar nicht groß, Kredite aufnehmen, weil sie Angst haben, noch weiter sich zu verschulden nach der Krise, gar nicht mehr die Kurve zu bekommen. Es gibt vielleicht interessante Möglichkeiten, wie der Staat jetzt reagieren kann. So gibt es beispielsweise Matching-Fonds, wo die Investition der Risikokapitalgeber beispielsweise bei 80% unterstützt werden und das Ganze in einem Wandeldarlehen entsprechend ausgestaltet wird. Darüber hinaus sind Hightech-Gründerfonds sicherlich interessant, die gemeinsam mit Privatinvestoren hier versuchen, Liquiditätsengpässe zu beseitigen. Eine andere Möglichkeit ist, Personalkosten zu bezuschussen oder eben die Nachfrage anzukurbeln, indem der Staat selbst Aufträge vergibt, die Startups abarbeiten können. Auch das war immer Konjunkturpolitik. Staat soll in Krisensituationen, Rezessionen oder Depressionen eben den Unternehmen unterstützen durch Investitionstätigung und in guten Zeiten das Ganze eben ausbremsen, immer weniger investiert. Also das ist eine Möglichkeit, um den Startups weiterhin zu helfen. Es stellt sich aus meiner Sicht gar nicht groß die Frage, ob Startups im Gesundheitswesen oder generell Startups heute systemrelevant sind, weil wir einfach in die Zukunft schauen müssen. Ich glaube, Startups bringen sehr viel Potenzial in Zukunft, die Versorgung nachrangig zu verbessern, eben die etablierten Akteure zu unterstützen. Ich glaube, an der Stelle dürfen wir in einer Krise diese nicht vergessen und sollten uns solidarisch zeigen, überlegen, wie wir junge Unternehmen in einer sehr frühen Gründungsphase, aber auch darüber hinaus unterstützen können, damit diese on the long run eben das System merklich verbessern. Aus dieser Sicht heraus eben wünsche ich den Startups auch Durchhaltevermögen, wünsche, dass sie viele Investoren, insbesondere Business Angels, die gerade einen großen Teil der Investitionen natürlich in Startups auch übernehmen, in diesen Zeiten auch auf offene Ohren eben treffen. Wir haben Möglichkeiten der Webkonferenzen. Ich selber baue Webkongresse und versuche analoge Formate in digitale Formate umzusetzen, wo auch Digital Health Startups eine Rolle spielen werden, bis hin zu Virtual Reality Formaten, wo man sich wirklich im virtuellen Raum gemeinsam treffen kann. Es gibt viele Finanzierungsmöglichkeiten, aber noch wichtiger ist es, dass man jetzt einen langen Atem hat und Möglichkeiten nutzt, sich gegenseitig zu vernetzen und entsprechend sein Geschäftsmodell weiter voranzutreiben und damit gestärkt aus der Krise zu gehen. Und hoffentlich tritt diese Zeitschmelze an der Stelle ein, dass Startups der digitalen Gesundheit, aber auch alle anderen Startups nach der Krise eben eine beschleunigte Wirtschaft entdecken, die gewillt ist, hier eben sehr schnell zu agieren, unbürokratisch Startups zu fördern und damit der Branche wieder etwas Gutes zu tun. In diesem Sinne, bis bald.